Hallo, ich wollte gerade Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Verstehe. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Corona-Kinocast hier. Ich begrüße mit ganz frischer Technik und Software in der Leitung die Kate, hallo. Hallo. Und der Chris hat auch alles aktualisiert, hallo. Hallöchen. So, und ja, hallo, hier ist der Erik, ich grüße euch alle und auch die geschätzten Zuhörer. Und gleich zu Anfang ein kleiner Hinweis, wir haben jetzt das Sendungskonzept ein bisschen umgestellt, damit in Zeiten, wo sehr, sehr viele hier ihre neuen Contents rausballern da auf den Social Medias und Podcast, alle Leute machen jetzt Podcasts, man kommt kaum noch mit dem Nachhören, haben wir gedacht, wir machen es mal ein bisschen kürzer und komprimierter, unsere Sendung, und lassen ein paar Sachen weg. Ihr werdet sehen, worauf das hinausläuft. Unsere Sneak Preview. Chris, was war denn das? Wir hatten unsere Heimsneak, unsere nächste. Ja. Und haben uns dafür den Film entschieden, die Känguru-Chroniken. Und zwar aus dem Grund, weil der jetzt etwas teuer gerade zu erwerben ist in verschiedenen Videoportalen. Aber Einnahmen hieraus auch wieder an die Kinos fließen. Und da wir das ja auch gerne unterstützen, haben wir gesagt, ja, hey, gehen wir mal diesen Weg. Und das ist unsere dritte Heimsneak. Und da ist uns eben die Känguru-Chroniken jetzt ins Nest gehüpft. Ja, auf YouPorn war der leider nicht verfügbar, die ja gerade das Premium-Angebot haben. Ne? Aber, das gab es einen anderen Känguru. Ja. Ich habe da erst auch den falschen geguckt. Ich habe ihn zur Sicherheit bis zum Ende geguckt, aber da war nicht. Haben wir geheiratet? Die Känguru-Chroniken, wer mag das mal zusammenfassen? Die Kate mag das zusammenfassen, das ist einer ihrer Lieblingsfilme. Echt? Also Lieblingsfilme würde ich jetzt nicht sagen, aber ich liebe die Bücher. Also, die Känguru-Chroniken, worum geht es? Marc-Uwe Kling hat die Känguru-Chroniken geschrieben und es geht quasi auch um ihn in den Büchern. Gespielt wird er im Film jedoch nicht von sich selber, sondern hat sich dafür einen Schauspieler geholt, und zwar Dimitri Schad spielt Marc-Uwe Kling. Er ist Künstler, Kleinkünstler, und wohnt in einer, ja, was ist das, Zweizimmerwohnung, als es plötzlich klingelt. Und dann klingelt er und macht die Tür auf und dann steht da ein Känguru vor ihm. Man muss dazu sagen, dass Marc-Uwe gerade erst aufgewacht ist und mittags um 12 oder so und erstmal nicht ganz sicher ist, aber vielleicht noch träumt. Auf jeden Fall steht ein Känguru vor ihm und das fragt nach Eiern, denn es möchte Eierkuchen machen, hat aber vergessen, Eier zu kaufen. Er ist nämlich gerade gegenüber eingezogen und stellt halt fest, es hat ein paar Sachen vergessen. Also gibt Marc-Uwe ihm die Eier, ganz verdattert, und das Känguru hüpft davon. Kurz, er macht die Tür so und ganz kurz danach klingelt es wieder. Aber er steht ja quasi noch an der Tür, also macht das schnell auf. Und dann steht das Känguru wieder da, dass ihm jetzt eingefallen ist, dass er auch keine Pfanne hat. Und so treibt dieses Spiel sich weiter, bis es dann aus irgendwelchen Gründen dazu kommt, dass das Känguru bei ihm einzieht. Plötzlich wohnen die beiden in einer Wohnung und ja, erleichtern bzw. verschweren sich das Leben gegenseitig. Denn das Känguru ist Kommunist, hat sehr eigene Regeln und ist sehr speziell. Und Marc-Uwe und das Känguru leben fortan in einer Koexistenz, möchte ich mal sagen. Der Film hat sich dann noch eine Story genommen. Irgendwie das Nachbarhaus wird abgerissen und da soll ein riesen pompöses Hochhaus hingestellt werden, wo dann natürlich die Hausbewohner, das Känguru und Marc-Uwe nicht mit einverstanden sind und dem Ganzen ein bisschen vorgehen. Das ist so die Story von dem Film. Werden auch noch so die anderen Charaktere eingeführt, wie die netten Leute vom Späti oder die Hertha von der Bar bei Hertha. Ich fand es ganz witzig. Ich fand viel zu wenig Känguru-Gequatsche. Weil also in den Büchern haut das Känguru Sprüche raus, das ist zum Daniederknien. Aber es ist leider oft so, haben wir ja bei vielen Buchverfilmungen, dass der Film dem Buch nicht gerecht wird oder den Büchern. Und so ist das natürlich bei den Känguru-Chroniken auch. Trotz allem, ich fand es eine sehr unterhaltsame Geschichte. Ich fand
dass ich mir das Känguru tatsächlich auch so vorgestellt habe, wenn ich die Bücher gehört habe. Die Story, ja mein Gott, der Film braucht halt irgendeine Story. Ist ganz okay. Aber ja, ich bin jetzt nicht komplett enttäuscht oder desillusioniert, aber ich hätte mir mehr Witz und Sprüche und Gaukeleien aus den Büchern gewünscht. Ich weiß nicht, wie geht's euch damit? Kennt ihr die Bücher? Zitat, runter und hoch. Was machst du denn da, fragt das Känguru. Runter und hoch. Ich spiel Jojo, sage ich. Jojo, sagt das Känguru, so, runter und hoch. Meinst du solchen Witz? Das ist also, so klasse, das ist so, ich ja, liebe es einfach, okay, super leid. Okay, also ich habe das Buch hier, ich habe mir das damals geholt, als das rauskam, irgendwie 2009 oder so, wann kam das raus? Ja, ich fand es nicht witzig. Ich habe bis zur Seite 114, wo genau das Kapitel, das war ein Kapitel, ja, was ja, ich gerade vorgelesen habe, genau, genau das war. Ich habe dann auch später das Hörbuch gehört, was wesentlich angenehmer war und schöner. Mhm. Weil dann natürlich auch viel mit Betonung und so weiter mit drin war und auch der das ziemlich gut macht, der Marc-Uwe Kling. Aber das Buch ist unglaublich schlecht, finde ich. Also schlecht geschrieben, ein schlechter Flow drin, schlechter roter Faden. Dann diese ganzen Ansätze, die drin sind, hier mit, was du ja gar nicht erwähnt hast, dass Känguru ja kommunistisch ist und dann immer seine Ideale raushängen lässt. Und ich hab doch gesagt, er ist Kommunist. Ja, eher so ja, Anarchist ist, ach so, ja. Eher so Anarchist ist. Ja, das fand ich, das war alles so an Haaren herbei, da war noch ein bisschen so, wurde hier mal was gedroppt und da mal was, aber so richtig durchgehend, ja. Und ich habe mich mit dem Film, ich weiß nicht, es war nicht mein Film. Ich fand, bei dem Film haben sie noch mehr liegen lassen, als ja, man hätte da wirklich ein bisschen was straffen können und irgendwie ein bisschen das cooler machen können und ein bisschen stringenter erzählen. Die Darsteller waren alle gut, also das ist jetzt keine Frage. Also der Hauptdarsteller hat mir sehr gut gefallen. Auch der Henry Hübchen, der da den Bösewicht quasi spielt, super, und die Nebendarsteller super, aber es hat dem Film einfach an roten Faden und an der Story geklemmt, hinten und vorne. Also hat es einfach, ja, das war halt nicht so richtig filmisch erzählt, fand ich. Also im Film musst du es halt ein bisschen umstellen. Ein ähnliches Beispiel ist ja auch Bridget Jones' Diary. Das ist ja alles so als Tagebuch geschrieben. Und da haben es geschafft, diese verwirrende Erzählstruktur aus dem Buch für einen Film irgendwie umzusetzen in richtige Geschichte. Und das ist hier eben nicht passiert. Hier sind teilweise so Fragmente vom Buch noch drin, aber dann wieder Sachen, die irgendwie, es hat irgendwie hinten und vorne nicht gepasst, oder? Chris, wie ging es dir da? Mir ging es erstaunlicherweise relativ ähnlich. Also ich fand die Hörbücher, ich fand das auch mega witzig am Anfang, einfach alles, also die ganzen Geschichten einfach. Kein Herd. Ja, genau. So super skurril und alles, auch irgendwie mit, es wird sich so ein redendes Känguru. Und das fand ich in dem Film dann tatsächlich mit einer der besten Szenen, wo er beim Psychologen sitzt, mit, ja, ich rede daher das Känguru und bla bla bla. Und, ja, genau, sie reden mit einem Känguru. Und das fand ich eigentlich noch mit am witzigsten. Mir hat tatsächlich, also die Story fand ich völlig platt, leider. Viel zu platt auch. Die hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und ja, der manch einer Witz, der einfach, glaube ich, im Hörbuch unglaublich gut immer kam, hat da jetzt nicht so wirklich gezündet. Und ich fand es teilweise auch völlig übertrieben. Und ja, man muss halt noch dazu sagen, was ich an Marc-Uwe Kling schätze, ist diese Eigenschaft, glaube ich, auch über sich selbst großartig da zu lachen. Also abgesehen davon, dass er in Stuttgart geboren ist, der gute Mann, hat er ja verschiedene Auszeichnungen bekommen, darunter ganz arg viele Kleinkünstler-Awards. Unter anderem den Grazer Kleinkunstvogel, was ich einen sehr schönen Award finde. Und in diesen ganzen Känguru-Chroniken ist er immer so, Kleinkünstler, nein, ich hasse das. Ich bin kein Kleinkünstler. Aber genau das ist er halt in dem Fall auch. Und ja, es hat mich leider nicht so abgeholt, wie dass ich gehofft habe, dass es mich abholt. Ich habe mir wahrscheinlich aufgrund des Buches oder aufgrund der Hörbücher einiges mehr versprochen. Ich bin froh darum, dass Marc-Uwe Kling das Känguru gesprochen hat und dass er das nicht auch noch irgendwie verändert haben. Da bin ich sehr dankbar dafür. Aber ansonsten, ja, Story, Witze, also ja. Hast du eigentlich die Frau erkannt? Die Maria, hast du die eigentlich erkannt? Woher wir die kennen? Aus welchem Sneak-Film?
Aus welchem Sneak-Film kennen wir die? Aus dem Film Eine ganz heiße Nummer, wo die in diesem kleinen bayerischen Dörfchen da ein Telefonsex-Hotline aufmachen. Diese Fleischerinnen und sowas. Ja, okay, den habe ich damals nicht in der Sneak gesehen, ach so. Da war ich nämlich nicht da. Ah, okay. Das gut zu wissen. Das ist aber, ja selten, dass du einmal nicht da warst, dass man da ausgerechnet ist. Ja. Und dann triffst du so eine Rosalie Thomas. Den kannst du mal nachholen, den Film. Den kannst du mal nachholen. Vielleicht mach ich das mal. Lustig, der lief auch schon auf Sky. Ja, aber auch das zeigt mir, dass wenn du sagst, hier hast du die Frau bemerkt. Nee, habe ich nicht bemerkt. Nee, ich habe es halt erkannt, dachte ich jetzt. Also das war ja die Mutter von dem Jungen da, ne? Und dachte ich, woher kenne ich die jetzt? Woher kenne ich die? Und ja. Aber die hat auch bei Highway to Hellas mitgespielt. Kann auch sein, ja. Das ist egal, auf jeden Fall. Also nicht ganz abgeholt hat mich die ganze Nummer. Nett anzuschauen, aber that's it. Ich glaube, hier wurde einfach zu viel Geld auch für die Animation des Kängurus ausgegeben, was ja auch notwendig war. Der erste Trailer sah ja furchtbar aus, der da kam. Ich finde, man hätte einfach ein echtes nehmen sollen. Das ist schwierig mit Dressieren und so. War ein Witz, Mensch. ja, so das halt, das, was wir am Anfang noch so ein bisschen witzig angesprochen haben, so eigentlich sollte jetzt hier Nirvana kommen, das konnten wir uns nicht leisten. Also stell dir mal vor, die hätten wirklich für dieses ganze, ja, für das ganze Skript und für das ganze Drumherum hätten sie mehr Geld zur Verfügung gehabt. Das, was sie in die Animation von dem Känguru gesteckt haben. Ah, da wäre das schon ein ganz cooler Film vielleicht geworden und halt wirklich Script-Doctoring wäre da notwendig gewesen. Also man muss das halt, man kann das nicht versuchen umzusetzen, diese Art, wie das geschrieben ist, funktioniert halt nicht im Kino als ein durchgehend erzählter Film. Das geht halt nicht. Da muss man halt was tun und hier mal eine Szene aus dem Buch zu nehmen und da mal plötzlich wieder in die andere Story reinzuspringen und dann mal wieder was aus dem Buch. Es funktioniert halt so nicht. Hatte aber witzige Einfälle wie dieses Fitnessprogramm mit Helge Schneider und so. Das war schon sehr witzig. Aber ich finde auch, was mich in dem Buch ja sehr gestört hatte, also wo es lange den Film noch nicht gab, war halt wirklich, man hätte da so viel draus machen können aus dem Thema Anarchist, Kommunist, so was die so haben. Es gibt da ein besseres Buch in dem Sinne, allerdings bei Weitem nicht witzig geschrieben, sondern von George Orwell, der 1984 geschrieben hat. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Mein Katalonien, wo in Katalonien damals in die Kämpfe verwickelt wird, wo ja auch die verschiedenen politischen Strukturen dann gegeneinander gekämpft haben um die Vorherrschaft, wer dann, nachdem das alles vorbei ist, dann die Vorherrschaft übernimmt in Katalonien. Und er war selber irgendwie Anarchist, ist dann auch mal zeitweise rübergeschwenkt zu den Kommunisten und so. Und da war halt auch sehr viel so wirklich teilweise irrwitzige Gespräche über diese Weltanschauung drin. Und da hätte man auch schön viel Schärfe hier bei Känguru-Chroniken wirklich mit reinbringen können. Die, ja, das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Ich dachte, es ist ein bisschen mehr von dem drin und weniger so, ja, so Geseier da, ein bisschen hier und da und mit Kind und so. Und der Film hat dann noch weniger draus gemacht. Und deswegen bekommt er von mir nur 5 Punkte. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich ja so viel Geld dafür ausgegeben habe. Ich gebe ihm 6 Punkte, bin also knapp über dir. Ich gebe ihm 7,5. Okay, ich trage es mal ein. Darf ich halbe Punkte geben? Na klar. Ja, hier schon, in der Metropolsnik-Gruppe geht es nicht, aber hier geht's, haben wir ja gelernt. Ich habe festgestellt, dass halbe Punkte sehen sogar ganz gut aus, wenn das Sternchen so halb angeschnitten ist, so bei Kinocast. Alright, wie lautet denn die Sneak für die nächste Woche? Chris. Die Sneak für die nächste Woche, das wäre dann für die Sneak am 20.04., die Heimsneak am 20.04. Die Nummer 3 oder so. Nee, das ist dann schon die Nummer 4. Oh, Nummer 4 schon. Wow. Das ist tatsächlich schon die Nummer 4. Also ich glaube, es wäre seit 6 Wochen schon keine Sneak mehr oder 7 Wochen jetzt bald und ist schon die 4. Heimsneak dann. Also es fehlt schon gewaltig was und wir haben ja jetzt immer noch Kontakt auch zu den Innenstadtkinos, wo ja die Sneak, auf die wir uns immer berufen, zu denen haben wir Kontakt, die haben inzwischen jetzt auch Werbung für uns gemacht, falls das jemand von euch gemerkt hat. Und da kam gestern schon, welche Sneak als nächstes ansteht bei uns. Und es wird sein Alles Außergewöhnlich. Das ist ein Film, der lief auch schon in den Kinos. Da haben wir so ein bisschen drauf gehofft, dass er in der Sneak kommt. Also ich habe zumindest drauf gehofft, wenn ich ehrlich bin. Weil der schon von sich aus ganz interessant und ganz gut aussah. Und gibt's wieder auf Kino On Demand zum Anschauen.
Und der lief am 5. Dezember oder sowas, lief er, glaube ich, schon an. Also 2019 noch. Das ist schon eine ganze Weile her. Trotzdem haben wir uns dafür mal entschieden. Einfach auch, weil ich ihn sehen wollte. Und ja, jetzt schauen wir mal rein, was das ist. Also ich denke, das ist so ein, von meiner Erwartung, wenn ich jetzt meine Erwartungshaltung schon mal sagen darf, ist es so in die Richtung gehen von, wie heißt es, Freunde fürs Leben, glaube ich, oder sowas? Oder ziemlich beste Freunde. Ziemlich beste Freunde, so vom Charme her in diese Richtung gehen. Und darauf hoffe ich sehr. Also ich habe schon hohe Erwartungen. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie, dass die enttäuscht werden, ähnlich wie beim Känguru. Ja, bleibt spannend. Ist ja von den beiden Machern von Ziemlich Beste Freunde. Und heute bin ich Samba. Ja, mit Vincent Cassell auch. Ne? Nicht schlecht. Mhm. Also, Reda Kadeb. Bin ich prinzipiell angetan jetzt erstmal. Würde ich mich freuen, wenn der in das nie kommt. So, dann sprechen wir da nächste Woche drüber. Und jetzt gehen wir dann in den Bereich Heimkino, also die restlichen. Heimkino. Was haben wir denn noch gesehen? Sergio. Chris hatte letzte Woche, war das erwähnt, dass da ein neuer Film kommt, oder war das in unserer WhatsApp-Gruppe, weiß gar nicht mehr, dass da ein neuer Film mit Ana de Armas auf Netflix kommt. Genau. Dann habe ich den auch mal laufen lassen hier, während ich hier aufgeräumt habe. Sergio. Und heute früh schreibt der Chris, dass er ihn gesehen hat und super fand. Da habe ich gedacht, okay, dann sprechen wir da heute mal drüber. Ich denke mal, du möchtest da was drüber sprechen, außer nicht nur über die Sexszene, wo sie nackt zu sehen ist. Ich kann mich an keine Sexszene erinnern. Du meinst nicht die, die du dir rausgegrabt hast mit dem Videograbber und die Beleuchtung ein bisschen aufgedreht hast? Brauche ich nicht, dafür habe ich Knock-Knock, wenn sie mitspielt. Also in Knock-Knock ist es eine viel bessere Sexszene, aber was weiß ich schon. Oh, Knock-Knock, auch der Film. Ja. Genau, also ganz kurz gesagt, wir machen es nämlich ganz kurz, haben wir gesagt bei dem Film. Sergio ist ein Film, ein Biopic, ein Biodrama und handelt über den Diplomaten der Vereinten Nationen, Sergio Vieira de Mello. Der kommt aus Brasilien und bringt für die UN einiges ans Laufen und versucht da auch ganz arg viel, gerade bei der Irak-Krise und so, friedenstechnisch zu lösen. Und gemacht ist er von Greg Barker nach dem Drehbuch von Craig Borton. Hauptrolle spielt, wie heißt er? Wagner Moura spielt den Sergio und eben seine Freundin, Lebensgefährtin Carolina wird gespielt von Ana de Armas. Und ja, es ist wirklich eine Geschichte, die auf wahren Gegebenheiten basiert, weil eben Sergio ganz arg viele versucht, verschiedene Länder auch versucht, zu Friedensverhandlungen zu bewegen und die USA halt immer ihr eigenes Ding da auch so ein bisschen macht und so ein bisschen auch versucht, die UN zu steuern. Und ja, endet dann damit, dass es einen Terroranschlag gibt im Irak und in diesem eingestürzten Gebäude ist dann eben auch Sergio und der hat dann immer wieder so Flashbacks und so Erinnerungszurück, einfach wie das war, wie er hier die Carolina kennengelernt hat und wie das alles lief und wie sein Verhältnis zu seiner Familie bisher war und zu seinen Kindern und alles und die ganzen Errungenschaften der Diplomatie und so weiter. Und was für mich da an dem hinten raus, an dem Film halt wirklich so, wo ich habe es im Vorgespräch zum Erik gesagt, ist, ich hatte am Ende, saß ich dran und hatte Gänsehaut. Also abgesehen davon, dass ich es schauspielerisch von den beiden Darstellern echt super fand, aber von Ana de Armas fand ich es brutalst gut, weil sie ist in dem Film einfach alles. Die ruft in dem Film war so ein richtig breite Band, so ein breites Band ab an Fähigkeiten. Sie ist mal wirklich so eine zerbrechliche Frau, ist sie, dann ist sie eine richtig taffe Frau. Sie ist mal mutig, mal ist es so ganz zurückhaltend, dann ist er so, also eine riesen Bandbreite einfach, wo sie da abgedeckt hat und ich fand, das hat die unglaublich gut gemacht. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Spannt ja auch über einen großen Langzeitbogen teilweise diese Erinnerungen, ja. Wo deswegen, richtig, ja. Da zeigt da sie dann auch, wie sich entwickelt in der Zeit, ja. Genau, wollte ich gerade sagen, diese Entwicklungen da einfach auch. Mhm. Also brutal gut von dem, ja, so ein bisschen flirty hier erstmal und dann alles, wie das weitergeht und dann auch sagen, hey, sag doch einfach mal nein. Eine der Schlüsselszenen, nein sagen.
Und ich zeig dir, wie das geht. Nein. und ja, wie gesagt, dann halt am Ende da dastehen und dann noch mitzukriegen, okay, der Anschlag damals war von dem geplant und befehligt von dem Führer, der Anführer der Al-Qaida-Truppen im Irak, der ja dann auch, den haben sie ja inzwischen erwischt, sozusagen. Die Amerikaner haben den ja liquidiert. Und dann halt auch noch der Hinweis mit, ja, übrigens, dem sein Erbe sozusagen lebt heute noch weiter, das sind die IS-Kämpfer. Und das ist einfach so dieses Ding, es spielt 2003, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, kann das sein? Habe ich nicht genau in Erinnerung. Kann also ich rausgoogeln? Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube 2003 und ja, genau, 2003 Invasion vom Irak, ich habe es kurz nicht mehr geguckt. Und wenn man jetzt überlegt, 17 Jahre später ist das eigentlich immer noch mehr oder weniger ein Thema. Also es ist jetzt gerade natürlich, jetzt ist gerade Corona, jetzt interessiert kein Mensch mehr gerade die IS, also wahrscheinlich die, wo betroffen sind, die schon, aber hier Presse ist nur noch voll mit Corona, nichts mehr Flüchtlinge, nichts mehr was weiß ich was, nur noch Corona, 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 aber trotzdem ist ja diese IS-Sache ist ja auch noch nicht rum. Ja, und das Problem ist ja, dass ja gerade in Amerika herrscht ja so der Gedanke vor, ja, wir bringen da irgendwie die leitende Person um und dann fällt das in sich zusammen, aber ja, genau. Es ist ja nicht. Es ist ja einfach unter diesem Deckmantel des Daesh, denn Islamischer Staat ist ja dieses Daesh, sammeln sich ja viele einfach den Westen hassende Gruppierungen und sowas. Da gibt es halt nicht irgendwie eine Person, die man da, das ist halt wie eine Hydra, ne? Also da kannst du machen, was du willst. Ne? Du musst halt einfach eher versuchen, dass du friedlich in der Welt agierst und nicht hier allen deine Politik und deine Gesellschaftsform da aufzudrücken, sondern auch mal die Leute machen lassen, wie sie es wollen. Ne? Ja, genau. Man sieht ja auch hier bei der UNO, wie schwer die es auch haben. Sie wollen ja eigentlich humanitäre Sachen machen und haben eigentlich Gutes im Sinn, aber wie das dann teilweise ankommt, auch gerade was sie da auch, die UNO ist ja meistens nicht alleine im Land, da ist dann meistens auch irgendwie noch eine militärische Macht zugegen, die irgendwie versucht, das zu stabilisieren, und das kommt hier auch im Film sehr, sehr gut raus, was sie da für Probleme haben und wie, mit welch ehrbaren Zielen sie eigentlich da rangehen und wie sie aber dann doch wieder Rückschläge immer wieder erleiden, weil teilweise die Personen dort das nicht glauben können, dass es wirklich so gemeint ist, sondern immer noch irgendwie einen doppelten Boden vermuten, weil dann teilweise auch die Länder wirklich schon über Jahre durch Bürgerkriege zerrüttet sind oder durch irgendwelche Massenerschießungen oder sonst was da, Willkürherrschaften und so weiter. Ne? Das kommt schon auch sehr gut raus. Ist teilweise ein bisschen schwer, der Film, weil das teilweise so auf drei oder vier Ebenen ist, weil einmal das in Osttimor, die ganze Geschichte, was da abgelaufen ist, dann im Irak, dann, dass er da unter diesem Schutt begraben ist, wo er dann auch nochmal eine Storylinie ist, und dann nochmal, wie er zu Hause eigentlich mit seinen Kindern, wo er eigentlich kaum Kontakt hat, weil er immer noch in der Welt unterwegs ist und so. Da muss man schon ganz schön dranbleiben, ne? Also das ist jetzt kein einfacher Film. Ja, das auf jeden Fall, aber ein sehr guter Film. Also ja, wie gesagt, ich fand's top. Von der Geschichte her unfassbar gut umgesetzt, von den ganzen Bildern auch super gemacht und schauspielerisch top. Dafür, dass der hier auch so auf Netflix einfach mal so landet, ne? Also der hätte auch durchaus das Kinoformat verdient. Ja, von der Art und Weise her. Also glaube ich, ist auf jeden Fall keine amerikanische Produktion, oder? Das ist doch bestimmt... Doch, ich glaube. Ja? Oder? Es wirkt zumindest nicht 100% sicher. So ein bisschen, ja, was ist hier, Black Rabbit Media? Ah, keine Ahnung. Lief auf jeden Fall auf dem Sundance Film Festival. Ja, aber es wirkte zumindest, dieses alles Casteo und Adrian Terchio. Es klingt schon sehr, als wäre das wirklich irgendwie eine brasilianische Produktion oder irgendwie lateinamerikanische Produktion. Weil ich glaube, auch manche Sachen, da hätte es wahrscheinlich eine US-Produktion schwer gehabt, die so zu adressieren, wie das passiert im Film, weil da ist schon deutliche Kritik an der Vormachtstellung der USA und. Also auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Von mir auch absolut Daumen hoch. Ja, definitiv. Also ich bin bei 8,5 Punkten. Ich gebe mal 8 Punkte, ja. Genau. Fand ich echt gut. Echte Perle. Okay, ich habe noch einen, auf den ich hinweisen möchte.
Der nennt sich Traumfabrik und ihr werdet euch vielleicht erinnern, als der in Kinocharts immer vertreten war, dachte ich, wow, irgendwas muss da dran sein. Und ich hatte ja so ein bisschen gehört, worum es in diesem Film geht und hatte mich eigentlich auch dafür interessiert und irgendwie war er dann aus dem Kino raus und ich habe es nicht mehr geschafft, reinzugehen. Traumfabrik ist ein deutscher Film, was aber jetzt nicht gleich alle abschrecken soll, mit Emilia Schüle, Dennis Moyen, Ken Duken und einer Vielzahl an wirklich an Darstellern, die in Nebenrollen sind, die man erkennt aus irgendwelchen anderen Filmen oder was weiß ich, Heiner Lauterbach spielt da mit und Michael Gwistek spielt mit, dann der Sohn vom Klaus Kinski spielt mit, Nikolai Kinski und Wahnsinn, also das sind ganz, ganz viele Nebenrollen, cool besetzt, Oliver Korytke ist dabei und das ist ja für mich auch so einer dieser Indikatoren, wenn der mitspielt, dann ist es eigentlich, dann kann es kein schlechter Film sein, weil der hat eigentlich immer eine ganz gute Auswahl an seinen Produktionen. Und in Traumfabrik geht es darum, ganz kurz gesagt, 1961 werden verschiedene Filme produziert in der DEFA in Babelsberg, in den DEFA-Studios und ein junger Mann, gespielt von Dennis Moyen, der heißt Emil im Film, der kommt von der Armee zurück und sein Bruder arbeitet dort in dieser Traumfabrik in DEFA Babelsberg, in den Filmstudios, was damals ja echt eine wahnsinnig große Nummer war. Und er kommt zu ihm hin, sagt, hey, sag mal, ich bin jetzt fertig mit der Armee, hast du nicht einen Job für mich? Klar, hier ist so viel zu tun, hier gibt ihm einen Job. Er macht den nicht ganz so gut, den Job. Also der Film hat auch wahnsinnig viel komödiantisches Potenzial. Also es gibt so viel zu lachen, da lacht man sich kaputt teilweise, was da so passiert. Und dann geht ein bisschen was schief und er lernt auf diesem Filmset eine junge Frau kennen, die ist ein Tanzdouble von einer bekannten französischen Darstellerin, die damals angesagt war, ist so, weiß nicht, so ein bisschen, weiß nicht, an wen das angelehnt ist, an welche Person, aber so vielleicht ist jetzt keine Französin, aber so von der Art her wie Liz Taylor, ja, so von der, vom Status her damals und sie ist das Tanzdouble von ihr und als dann, er verliebt sich in sie und sie wollen sich treffen und dann wird die Grenze gebaut und die beiden Liebenden können nicht zusammenkommen. Was jetzt ein bisschen sehr cheesy klingt, ist halt dann schwierig und hat dann sehr viel Komödie, denn der junge Mann, der eigentlich rausgeworfen werden soll aus dem Filmstudios, weil er da einiges verkackt hat, durch einen dummen Zufall verwechselt ihn jemand und er wird zu einem Filmproduzenten. Er ist da in diesem Büro und in diesen Büros sind natürlich alle, die aus dem Westen kamen, konnten nicht mehr kommen und er ist halt in dem Büro und dann wird er halt für den Filmproduzenten gehalten und er nimmt die Rolle an und kommt auf die Idee, um seine Liebe wiederzusehen, die ja in Paris wohnt, will er einen Film produzieren, den diese, ich nenne sie mal Liz Taylor, also diese wahnsinnig tolle Darstellerin, auf jeden Fall machen möchte, auch in der DDR produzieren möchte, ja, der quasi ihr auf den Leib geschrieben ist und er zieht dann so ein Skript von Cleopatra aus dem Hut, ja, wo er denkt, ah, das müsste genau passen, das ist ihre Traumrolle, das will sie machen und dass dann auch dieses Tanzdouble von ihr dann halt auch mitkommt und so passiert es dann auch, ja, er fängt wirklich an mit einer Schar von Leuten diesen Film zu produzieren, die eigentlich keine richtige Ahnung haben oder eher so die zweite Reihe waren hinter denen und fängt an, diesen Film zu produzieren. Und wenn ihr beiden, euch liegt ja auch ein bisschen Film am Herzen, euch würde ich den Film trotzdem empfehlen, auch wenn das doch ein bisschen so mit Romantik zu tun hat und so, was vielleicht nicht ganz so jedermanns Sache ist. Aber dieses ganze Thema Filme produzieren und was da so abläuft. Da gibt es am Anfang so einen herrlichen One-Shot, wo er durch diese Babelsberger Filmstudios geht, wo überall irgendwelche Filme produziert werden. Da ist mir schon so das Herz aufgegangen. Und später gab es dann noch so Szenen. Das ist halt alles so ein bisschen, wie der Name auch sagt, Traumfabrik, so ein bisschen traumhaft gemacht. Und das Ganze wird aus der Perspektive von einem älteren Mann erzählt, der seinem kleinen Enkel, der kleine Enkel hat ein bisschen so, hat sich verliebt in ein Mädchen und traut sich nicht so richtig, sich ihr zu öffnen und so. Und dann sagt er, ja komm, ich erzähl dir mal eine Geschichte und erzählt halt quasi rückblickend diese Geschichte. Und deswegen ist auch alles ein bisschen verträumt, aber ein sehr, sehr toller Film. Ich fand ihn wirklich, wirklich schön und wem irgendwas mit Filmen am Herzen liegt, sollte den Film mal gucken, weil da ist so viel Herzblut drin für Film, wie sowas produziert wird, was man so für Leute braucht und wie das geht. Und dass man eigentlich gar nicht hier irgendwie das großartig studieren muss, sondern wenn einem irgendwas am Herzen liegt und man will das machen, dann kann man das auch tun. Und
sehr, sehr empfehlenswerter Film. Also von mir, ich sprenge da, also ich kenne ja die Wertungen, die der Film so woanders bekommen hat, aber ich gebe dem Film 9 Punkte, weil der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich werde ihn auch nochmal gucken. Ich habe den auf Blu-ray hier. Ich habe mir den quasi ungecheckt einfach geholt gehabt, weil ich dachte, ja, den willst du eh sehen. Und wenn noch nichts ist, dann verlose ich ihn oder so. Aber ich behalte ihn. Ja, ich kann ja euch mal zur Verfügung stellen. Gerne. Traumfabrik von mir. 9 Punkte, tolle Darsteller. Sehr, sehr witzig. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist eher so eine Romanze und dass er so witzig ist. Wunderbar. Klingt und, echt gut. Und einen noch, ganz kurz, Birds of Prey, weil der mir nicht so gefallen hatte. Nachdem wir zuletzt diesen Joker-Film gesehen hatten, der wahnsinnig toll war, der aus dem DC-Universe ja kam, ist Birds of Prey irgendwie so dieser verzweifelte Versuch, jetzt machen wir mal sowas in Richtung Deadpool, so ein bisschen auf witzig gemacht und so ein paar Szenen, die man so mehrfach zeigt, einmal so und einmal wie es wirklich gewesen ist und ach ja, irgendwie hat sich der Flow bei mir nie eingestellt. Es war ganz nett anzuschauen, aber war nicht der große Wurf, also deswegen nur 5 Punkte. Ja, habt ihr den schon gesehen oder? Nee. Reizt euch auch nicht, ne, oder? Nee, reizt mich irgendwie gar nicht. Ich fand Margot Robbie als Harley Quinn sowieso nicht so geil. Ah, also die ist gut. Im letzten Teil auch nicht. Hier in dem Film ist sie gut. Also die Schauspielerin ist klasse. Die spielt das echt klasse. Aber die kann ja, halt ich mag Margot Robbie grundsätzlich schon. Aber ich fand sie halt als Harley Quinn schon im letzten. In dem Justice League. Ja gut, da ist ja auch ein bisschen untergegangen. Aber hier hat sie einen eigenen Film. Also die spielt richtig gut. Also an ihr hat es nicht gelegen. Und sind noch ein paar echt coole Szenen drin. Das ist zum Beispiel, wo sie in so ein Polizeirevier reinstürmt und anstatt irgendwelche schweren Schrotflinten oder irgendwas hat sie solche, wo man so Konfettikanonen, würde ich es mal bezeichnen, oder lädt in so eine riesen Wumme irgendwas rein, wo dann so Konfetti oder blaue Farbe oder sowas fliegt. Also die Leute sterben nicht, aber die werden von einer riesen blauen Farbwolke getroffen oder so. Also richtig coole Szenen drin, aber das ganze Skript hat halt irgendwie nichts getaugt. Irgendwie war es nix. Hat nicht gezogen. So, da sind wir jetzt durch mit den Filmen, die wir geschaut haben. Und wie gesagt, wir überspringen jetzt mal die ganzen anderen Themen, die sich sonst immer sehr gezogen haben. Genau, ihr könnt schon mal eure Musiktipps eintragen, die machen wir trotzdem noch. Oh. Und ich hab noch was Kleines hier, hatten wir lange nicht. Rätselecke. Boah, Rätsel. So, ich habe nämlich letztens einen Film geschaut und habe den länger nicht gesehen gehabt. Also ihr könnt vielleicht schon da einordnen, dass es vielleicht doch nicht gerade der aktuellste Film ist. Und habe festgestellt, wow, wer hat denn da alles mitgespielt? Und das war mir gar nicht so sehr bewusst. Und deswegen habe ich einfach mal so ein bisschen was aufgeschrieben und ich werde jetzt einfach mal ein paar Namen nennen, die mitspielen und ihr könnt gerne, ohne googeln jetzt, also Ehrensache, ne? Es gibt noch andere Websuchmaschinen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Und mal gucken, wer es zuerst weiß. Also am besten immer abwechselnd dann fragen. Ne? Wir dürfen sofort rätseln. Ihr könnt sofort rätseln. Okay. Also, ich fange aber natürlich mit dem an, der am wenigsten damit zu tun hat, mit der ganzen Rolle und arbeite mich dann nach oben durch. Und vielleicht weiß es ja dann schon irgendjemand. Ne? Also, es spielt zum Beispiel mit Jean-Claude Van Damme. Ja? Okay. Sudden Death. Nein. es spielt zum Beispiel mit Tina Turner als Bürgermeisterin. Es spielt zum Beispiel mit Damon Wayans. Okay, das muss nichts heißen, der hat in tausenden Filmen mitgespielt. Es spielt zum Beispiel mit Sharon Stone. Ach du gute Güte. Also wenn ihr mir irgendeine Ja-Nein-Frage stellen wollt, könnt ihr gerne tun. Ja? Oder ihr könnt einen Rateversuch machen. Ist er aus diesem Jahr, also aus dem 2000er Jahrzehnt? Nein. Okay. Es spielt zum Beispiel mit Robert Patrick. Der hat den Terminator 1000 gespielt, damals in Terminator 2. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, welchen Film. Spielt es in der Großstadt? Ja. Ja und nein. Sagen wir es so. Es spielt zum Beispiel mit MC Hammer. Es spielt zum Beispiel mit Chevy Chase. Oh Gott, das wäre. Verdammt, ich glaube, ich weiß nicht, was ist der Name für ein Film? Es spielt zum Beispiel mit Jim Belushi.
Es spielt ist zum das Beispiel, eine Komödie? Ja. Es spielt zum Beispiel mit Ian McKellen, der den Gandalf gespielt hatte. Das heißt Sir es, Ian McKellen, glaube ich. Ja, dann, ja, aber in der IMDb steht er noch als... Ich sag's ja nur. Es spielt... wir sind schon relativ weit oben, also ihr hört noch nie. Okay, es spielt zum Beispiel mit Anthony Quinn. Legende. Ja. Es spielt auch mit... der hat schon eine der Hauptrollen, würde ich sagen. Charles Dance, der den Tywin Lannister gespielt hat. Alter! Was ist das für ein Film? Irgendwelche? Ist es so ein Episoden... Ist es so ein Mehr-Story-Film wie tatsächlich Liebe und so? Nein. Regie hat geführt John McTiernan, der ja auch Stirb langsam gedreht hat. Boah, ich überlege gerade, ich erinnere mich an einen Film mit Tina Turner. Wie gesagt, es war weit, weit hin, war eine kleine, ganz, ganz kleine Rolle. Also jetzt sind wir eigentlich schon, wenn ich jetzt noch eine Sache nenne, dann wisst ihr es gleich. Deswegen, vielleicht stellt doch mal ein paar Ja-Nein-Fragen. Oder soll ich die nochmal alle, also Jean-Claude Van Damme, Tina Turner, Damon Wayans, Sharon Stone, Robert Patrick, MC Hammer, Chevy Chase, Jim Belushi, Ian McKellen, Anthony Quinn, Charles Dance und... Also ohne Google kriege ich das, glaube ich, nicht raus. Und in dem Film spielt ein kleiner Junge mit, den man danach eigentlich nicht mehr so richtig gesehen hat in irgendwelchen Produktionen, aber der trägt nicht so, ja, der ist nur die Hälfte der Hauptrolle, sage ich mal. Das ist eine Komödie, hast du gesagt. Ist eine Komödie, ja. Boah. Also, okay, aber ist es ein Film? Ist es keine Serie? Es ist ein Film, der lief im Kino, den habe ich auch im Kino gesehen damals. Sogar. Also. Okay, ist der aus dem. Oh Gott. Aus den 90ern. Ja. Helfe ich aus, mal. Also aus den 90ern. Ich habe gerade überlegt. Weil 2000 habt ihr ja schon gefragt, also aus den 90ern. Ist es... Warte. Schwarzenegger? Ja. Last Action Hero. Ja, genau. Sehr gut. Ich habe mein Leben nie drauf gekommen. Sehr gut. Wann ist denn der Film? Von 1993. Hey, ich habe aber gerade... Ich gehirnt habe, ich sage, hey, Tina Turner kenne ich als irgendwoher von Dingsen, als wo sie hier Bürgermeisterin gespielt hat. Woher? Denk, oh Gott, das will ich nicht. Ja. Und dann habe ich plötzlich das Gesicht von Schwarzenegger. Ja, weil den Jungen, weil ich bin dann irgendwie, ich habe den Film, der lief letztens hier auf Sky irgendwo, ne? Dachte ich, what, der hat auch mitgespielt. Was, der? Also, das war mir alles gar nicht mehr so bewusst, weil ich sag mal hier den Tywin Lannister, den habe ich eigentlich erst seit Game of Thrones wieder so richtig auf dem Schirm, den Charles Dance, der den Bösewicht gespielt hat. Und die ganzen Leute, Chevy Chase, dass der alle mal, weil da gab es ja diverse Szenen, wo dann der echte Arnold Schwarzenegger da auf so einem roten Teppich lang ist und da waren halt auch so Chevy Chase und MC Hammer und wie sie alle heißen und Jim Belushi wurde gefragt, was halten sie von Schwarzenegger? Oh, die finde ich scheiße, also ich gehe hier nur her, weil ich Action. Ja. und die haben aber alle, wenn du guckst bei Last Action Hero und die IMDb, die haben alle Cast-Rollen drin, ne? Also Robert Patrick spielt auch den T-1000 im Film. Und oh Gott. Ja, genau. Ja, wenn ich Schwarzenegger gesagt hätte, hätte er das sofort gewusst, deswegen. Ja, wahrscheinlich ja. Okay, super. Chris hat schon den ersten Punkt. Du darfst dann für nächstes Mal ein Rätsel aussuchen, wo ich dann mal mitraten kann. Also. Ach du Gott, okay. Ja, musst ja kein Film. Irgendwas, kannst ja auch Schauspieler oder irgendwas. Nein. Lass dir was einfallen. Gut. Okay, das war's mit der Rätselecke. Und inzwischen habt ihr auch alle was eingetragen für unsere Musikecke. Music. Das ist so schlecht. Das spreche ja sogar ich besser ein. Okay, Challenge accepted. Schick mir deinen Pfeil. Bist du beim nächsten Mal drin. Ich habe rausgesucht von Blumentopf, so lala, weil wenn man irgendjemand fragt, sag mal, wie geht's dir? Oh, so lala. Ja, so gerade momentan. Ja, ja. Mal reinhören. Blumentopf, lange nicht gehört. Ich habe von Daughtry, Over You. Ich auch lange nicht gehört und letztes Mal wieder gehört und das war für mich noch so ein richtig geiler Daughtry-Song. Okay, kenne ich nicht, werde ich nachher mal reinhören. Doch, kennst du, wenn du es hörst. Okay, wenn du das sagst.
Ich habe was ganz, ganz Melancholisches rausgesucht, und zwar von Bruno Mars, Talking to the Moon. Einfach aus dem Grund, dass wir uns jetzt gerade alle so nicht so wirklich sehen dürfen und auch über weite Entfernungen nicht sehen dürfen. Aber wenigstens ist das, was wir alle sehen und alle gleich sehen, ist der Mond. Den können wir angucken. Okay, bis auf die Leute, die auf dem Mond wohnen. Ja, das ist Haha. wieder das so. Oder In auf diesen der Zeiten, wo sie dunklen viel Seite alleine des sind, ne? Mondes. In Zeiten, wo sie viel alleine sind, ist es ganz normal, dass sie mit einer Wand reden, mit ihrer Katze, mit ihrer Pflanze. Das ist alles gar kein Problem. Problematisch wird es, wenn sie ihnen Die antworten. Antworten. Ich rede immer mit meinem Oder Hund. wie Ja, aber ein gesagt? Hund Nee, ist ja das was hat die anderes. Stimme mir doch gesagt. Mein Hund braucht seine Ansprache. Mit dem muss Ja, man auch reden. definitiv. Der versteht Ja, das auf auch jeden alles. Fall. Ja. Natürlich. Hunde verstehen mehr, als wir denken. Siehste, genau. Als wir wissen, glaube ich. Ja. Ja. Gut, dann sind wir durch soweit. Liebe Hörer, das war jetzt eine etwas knackigere Sendung und mal schauen, was wir dann nächste Woche alles haben für euch, für Filme. Bleibt alle gesund, ihr auch, ihr beiden. Ne? Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Gerne. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.